Ja, mein Sohn, nimm Platz. Wir haben heute ein Gespräch unter vier Augen. Du wirst jetzt langsam ein Mann und da gibt es gewisse Probleme, die dein Vater mit dir besprechen sollte. Hast du dir auch schon einmal überlegt, woher die Kinder kommen? Nein, das ist zu direkt. Wir müssen andersrum anfangen. Sicher wirst du ja auch schon mal gefragt haben, was die Bienen machen, wenn sie in eine Blüte reinschliefen. Nein, das ist unklar. Mein Sohn nimmt Platz. Ich muss mit dir über das Kinderproblem reden. Wenn ich nur mal dran anfange, dann geht es von allein. Wie ist es denn mit der Pflanze? Die Kinder holen sich den Honig. Die Bienen holen sich den Honig. Und werden mit Pollen bestäubt. Vielleicht ist es doch besser mit den Hühnern. Anschauliger. Mein Sohn nimmt Platz. Was mit dir über das Hühnerproblem, über die Hühner... Hast du auch schon mal überlegt, woher die Hühner kommen? Ganz richtig, sie schliefen aus dem Ei aus. Und das geht ja gar nicht. Das ist ja schon fertig. Hast du auch schon mal überlegt, woher die Spiegeleier kommen? Das Kombinieren. Mein Sohn nimmt Platz. Ich muss mit ihr über das Eier kriegen, über das Kinderkriegen reden. Sicher wirst du ja auch schon mal gewundert haben, was passiert, wenn ein Huhn in eine Blüte schläft. Wenn eine Biene aus der Blüte schläft. Was aber hat der Gückel damit zu tun? Mit dem Huhn? Selbstverständlich. Mit dem Ei? Eigentlich. Ja, hallo, was? Was, Olli Hans? Was? Ein Jass? Heute oben? Ja, warum nicht? Was, Olli? Am Stäubli? Jo, ich rufe mal an. Am 8 im Leue. Gut, ist noch nicht. Also, ciao, Hans. Du, Hans. Hans, los schnell. Du hast du deinen Sohn schon aufgelegt? Du hast gar keinen Sohn. Das ist einfacher. Eine Tochter hast du? Ich habe doch gewusst, du hast irgendeine Biene. Irgendein Kind. Wer hat er? Die Frau. Auch mit den Bienen und Hühnern und Eiern und so. Ja, ich denke, wir sollten durch. Ja, ist am einfachsten. Ja. Prima, am 8. im Leue. Grüß an die Hühner. An die Familie. Ja, jetzt noch einmal mit. Konzentration, also ich sage etwa, mein Sohn nimmt Platz. Wir haben heute Gespräche unter Hühnern, unter Männern. Es geht ums Problem von Bienen und Gückel. Das heißt, wenn der Gückel eine Huhn bestäubt, Bienen bestäubt, wenn eine Biene der Pollen bestäubt, Herrschaft, wer bestäubt denn wer? Stäubeln sie an, Leute. Ja, mein Sohn, es geht ums Kind und... Hallo? Und darum wird die Befruchtung stattfindet... Hallo? Stäubli, bist du's? Ja, soll ich heiraten? Grüß vom Hans und wir machen heute oben ein Kind. Ein Jass! Was? Nein, das ist kein Witz. Ich bin gerade mit einem Befruchtungsgespräch in einem Aufklärungsgespräch, das ich mit meinem Sohn so habe. Ja, das ist ein Zeug. Was, du hast auch eins gehabt? Oh, du Heiri, sag schnell, weißt du das ganz genau mit den Bienen und den Blüten? Wer befruchtet wer? Oh, der Stempel! Das habe ich ganz vergessen. Natürlich, auf die Narbe von der nächsten Blüte. Ja, klar, ist ja schon ganz einfach, ist ja nicht wie bei uns. Du, danke dir vielmals. Prima. Am 8. im Leue. Ciao, Heiri. Ja, mein Sohn, machen wir es kurz. Es ist im Grunde genommen wirklich ganz einfach. Woher kommen die Leute? Die Leute natürlich auch. Das ist eigentlich ganz was heiri. Wenn die ein Jass machen, blöd. Wenn die ein Leute machen, oder ein Kind, schau, das Kindermachen ist gar kein so Problem. Wenn zum Beispiel ein Huhn ein Ei will,
Dann ist dort der Gückel. Nein, dann ist dort der Stempel. Was beim Ei der Stempel. Was beim Ei der Stempel ist dort der. Herrschaft, ist das kompliziert! Es gibt ja Bücher darüber. Man soll das selber lesen. Für mich ist sowieso bald Zeit zum Stempeln. Zum Jassen.